Sebastian von yourfoto.net. Heute, wie versprochen, mit einem Unboxing-Video von der Nikon D3S. Ganz aufgeregt bin ich. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe gerade mal, ganz kurz allerdings nur mal bei YouTube gesucht. Ich habe, glaube ich, kein einziges Unboxing in Deutsch gefunden zur D3S. Ich glaube sogar gar kein Unboxing-Video. Falls ihr eins findet, könnt ihr das ja mal kurz posten. Und ja, dann soll es auch mal losgehen. Und zwar, was erwartet uns als erstes? Ein sehr dickes Benutzerhandbuch. Ja, rein deutsch mit knappen 430 Seiten. Ganz schöner Hammer. Dann der Umhängegurt. Werbung. Eine Schnellübersicht, die sich dann noch in Grenzen hält, mit 50 Seiten. Die Garantiekarte. Irgendeine CD. Was auch immer das sein könnte. Ah, wahrscheinlich die Software. Ja. Ganz genau, Nikon Software auch mit Beschreibung und tralala. Dann geht es los. Ich räume das mal zur Seite hier ein bisschen. Ja. So. Es geht los mit Kabeln. Ein USB-Kabel. Ein Videokabel, ein Blitzschuhschutz, ein Stromkabel für das Ladegerät, denke ich mal, ein, ich habe keine Ahnung, was es ist. Könnte irgendein Haltekabel sein für... Ich weiß es nicht. Ich muss mal nachschauen. Gibt es dann mehr dazu im Review. Die Katze tourt hier hinter mir rum. Dann das Ladegerät für zwei Akkus, die allerdings nacheinander geladen werden. Mit einer Anzeige 50%, 80% und 10% und der Dauer, wie lange das braucht, bis es aufgeladen ist. 100% dauert hier 6 Stunden. Und einen Akku. Der ENEL4A ist das. Der Ersatzakku. Ich habe mir noch einen zweiten gekauft, vorsichtshalber, weil ne, wenn der eine leer ist, sollte man noch einen zweiten parat haben. Ersatzakku kostet 119 Euro, so um den Dreh. Ja, hier ist nichts mehr drin, außer natürlich die Kamera, zu der wir jetzt kommen. Alles schön in Pappe verpackt. Und nochmal... in Folie. Hier ist nichts mehr drunter. Und da haben wir das gute Stück. Wow, also nicht so schwer, wie ich es mir vorgestellt habe. Ehrlich gesagt, ich habe es mir noch ein bisschen schwerer vorgestellt. Natürlich kommt jetzt noch ein Objektiv davor, aber so ist das schon nicht schlecht. Es ist keine Schutzfolie über dem Display. Ich hätte es sowieso abgemacht, aber für diejenigen, die auf Schutzfolien stehen. Ja, sehr schön, sehr
macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Sieht sehr gut aus. Mehr dazu gibt es dann im Review. Und in den nächsten Videos folgen dann die Objektive, die ich im vorherigen Video vorgestellt habe. Und ich bin schon ganz gespannt, die auszuprobieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss.